Die Seeschirminseln! Speichern wir, dass wir hier sind. Seeschirminseln! Kann man eigentlich da hinten so nach oben? Nein. Okay. Machen wir Routenschlag. Ich würde Gaudini gerne kämpfen lassen. Schnabel. Mist, fast. Aber wir haben Glück. Schönheit möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und setzt Gold King ein. Sieh mal, Goldini, so siehst du auch eines Tages aus. Voltregaria, du bist dran. Giftpuder. Zum Glück nur zweimal getroffen. Säure! Und Zerschneider! Dreimal getroffen. Jetzt ein Volltreffer. Komm schon, Ultregaria. Oh, fast. Oh, Superschall. Das Gift besiegt es jetzt. Geil. Goldini erreicht Level 19. Und lernt Superschall. Juhu. Schönheit wurde besiegt. Autsch. 2450 Pokédollar erhalten. Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Nein, danke, das reicht schon. So. Speichern wir, dass wir hier sind, Leute. Und bevor wir da jetzt reingehen, würde ich tatsächlich gerne eigentlich unsere Pokémon heilen wollen. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal weg. Danke für die Heilung. So, dann surfen wir mal zurück zu den Seeschirminseln. Kein einziges Tentacher kam, Leute. Cool. So, nochmal speichern. Dann gehen wir da jetzt rein. Halt, Leute, bevor wir reingehen, da gibt es ja bestimmt irgendwas. Nein, aber vielleicht gibt es da oben irgendwas. Auch nicht. Und hier unten? Nein. Und hier?
Nein. Wie sieht es denn da aus? Nö, schade. Ja, ein Schritt noch nach rechts. Okay. Detektor, hier ist nichts. Entzubert, Leute. Los, Goldini, mach es fertig. Superschall. Sehr gut. Der Rotenschlag. Ist nicht mehr verwirrt. Schade. Schnabel. Und nochmal. Noch ein Zubat. Level 27. Nein, dagegen kämpft Goldini nicht. Pikachu, du bist dran. Donnerblitz. Noch ein Zubat. Level 36 wird ja immer schwieriger. So, bevor wir die Steine da irgendwo reintun, Leute, wird sich natürlich überall umgesehen, in diesen Höhlen. Ein Fleckmon, Leute, das haben wir doch nicht, das wird gefangen. Los, Pikachu. Donnerblitz. Donnerwelle. Blitz! Nochmal Blitz! Ruckzuckhieb! Ich glaube, das sollte reichen. Superball, los! Ja, Fleckmon wurde gefangen, Leute! Fleckmon, ein Schnarcher-Pokémon. Größe 1,2 Meter, Gewicht 36 Kilogramm. Nummer 79. Dieses Pokémon ist unglaublich faul und träge. Es faulenzt und schläft den ganzen Tag lang. Noch ein Fleckmon, aber jetzt haben wir es schon. Das heißt, jetzt können wir es besiegen. Pikachu erreicht Level 44, juhu!
So, was machen wir, Leute? Wir gehen jetzt erstmal nur die Treppen runter. Also die Leitern. Okay. Wenn ich jetzt da runter springe, bin ich da. Und es kommt sofort ein Pokémon. Und zwar ein Kingler, Leute! Ein Kingler! Das wird besiegt. Donnerblitz. Goldini erreicht Level 20. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Dann würde ich gerne da runter. Und da runter. Vorsicht, gefährliche Strömung. Ein Golbat, Leute. Los, Pikachu. Donnerblitz. Nein, nicht das Fahrrad. Ein Kingler wieder. Los, Pikachu! Donnerblitz! Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Ja, das kennen wir natürlich. Ein Krabi, Leute. Wir haben noch kein Krabi, das wird gefangen. Los, Pikachu! Donnerwelle. Blitz. Ruckzuckhieb. Das wäre mir jetzt zu riskant. Superball. Ja, Krabi wurde gefangen! Für Krabi wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Krabi, ein Krabben-Pokémon. Größe 0,4 Meter, Gewicht 6,5 Kilogramm, Nummer 98. Die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Brechen sie ab, so wachsen sie wieder nach. So, ich möchte erstmal hier hochgehen.
Golbat! Und mal. Nein, noch zu riskant, finde ich. Gut gemacht, Pikachu. Ein Zubat. Level 36. Das ist auch zu heftig. Komm schon, Pikachu, du schaffst es nochmal. Oder auch nicht. Ciao, Pikachu. Nidorino, du bist dran. Silberblick. Haben wir halt nochmal Silberblick. Nein, das ist ein Gift-Pokémon, also Hornattacke. Mist. Komm schon, Nidorino. Jetzt ist Nidorino nicht mehr verwirrt. Danke für den Dunkelnebel. Top-Elixier gefunden. Das kenne ich noch, Leute. Noch ein Golbat. Er ist ein Silberblick. Und dann die Hornattacke. Mist. Ja, nicht mehr verwirrt. Das war's für dich, Golbat.